Hallo, ich bin gerade dabei, meine Vorlesungen auf Video aufzunehmen. Und das ist verdammt tricky. Wenn ich gleich ein bisschen von den Schwierigkeiten erzähle, die sich einem dabei stellen, will ich nicht jammern oder um Mitleid heischen, sondern ich will um ein bisschen Verständnis werben, dass die Ergebnisse nicht ganz so perfekt sind, wie man das erwarten könnte. Fangen wir damit an, dass wir uns ja erstmal alle einarbeiten mussten, jetzt wo wir kalt erwischt worden sind von der Corona-Krise. Und das dauert schon mehrere Tage, bis man sich damit auseinandergesetzt hat. Welche Hardware braucht man? Welche Software braucht man? Welche Formate gibt es? Welche Codecs gibt es? Und, und. So, der nächste Punkt ist, welche Hardware brauchen wir dafür? Und dann stellen wir fest, die haben wir alle nicht zu Hause. Bei mir hakt es zum Beispiel daran, dass ich kein vernünftiges Mikrofon habe. Ich habe zwar eins bestellt, aber in diesen Zeiten sind ja auch die Lieferzeiten wochenlang, sodass ich immer noch darauf warte, dieses Mikrofon zu erhalten. Zweiter Punkt, die Software. Man braucht eine Schnittsoftware, um Videovorlesungen zu produzieren. Was nimmt man da? Ich habe drei verschiedene Softwareprodukte ausprobiert. Jedes Mal musste man das runterladen, installieren, das ist auch alles gar nicht so hoppla hopp gemacht und gar nicht so trivial. Dann musste man sich einarbeiten und dann hat man festgestellt, naja, es leistet doch nicht das, was man haben will. Am Ende bin ich bei einer Software gelandet und dann stellten sich die nächsten Probleme. Formate. Allein wie viele unterschiedliche Videoformate gibt und wie viele Konvertierungsvorgänge nötig sind. Selbst wenn man alles so einstellt, wie es sich gehört, muss so ein Video mindestens dreimal konvertiert werden, um endlich bei YouTube abrufbar zu sein. Und mit meinem altersschwachen Dienstlaptop der Hochschule dauert so eine Konvertierung eines 45-Minuten-Videos schon mal locker 2 Stunden und dabei brummt der Ventilator ganz bedenklich, weil die CPU die ganze Zeit auf 100% läuft. So, also, die Produktion eines Vorlesungsvideos ist alles andere als trivial. Für ein 45-Minuten-Video brauche ich ungefähr einen kompletten Tag, um es aufzusprechen, um es zu konvertieren, um es zu überspielen, um es zu schneiden, um auch die Grafiken einzufügen. Gott sei Dank habe ich gute Präsentationsfolien, die ich nur noch einfügen brauche, aber dieses nur noch ist auch ein bisschen tricky. Also, wir sitzen daran, im Moment solche Vorlesungsvideos zu machen. Ich werde die bei YouTube in einen nicht gelisteten Kanal einstellen und meine Studierenden bekommen dann über Moodle die Links zu diesen Videos und ich glaube, letztlich kriegen wir das so hin, dass das der realen Vorlesung schon ziemlich nahe kommt. Also, auch dieses Semester und die Corona-Krise werden wir schaffen. Dankeschön.